Ja, Leute, der Sammelwahn geht in die Verlängerung. Ja, unser schönes Deck in Inscription ist ja schon mehr als gewachsen. Es fehlt ja nicht mehr viel. Wir haben offscreen. Here we go again. Ja, here we go again. Wir haben ein paar Karten offscreen geholt noch. Glaube ich, dass da. Ah, 10 plus, 10 plus, 10 plus. Ja, viele Doppelte, man sieht's, ja, man kann nichts. Aber trotzdem fehlen uns immer noch die Karten, wo uns der gute Daki ja die Geheimtechnik der 666 Klicks zeigen möchte. Obwohl wir ja jetzt schon zwei Wege kennen, gibt's ja angeblich noch einen besseren Weg. Ja, auf den freue ich mich schon. Obwohl, eigentlich freue ich nicht, mein Finger freut sich überhaupt nicht dabei. Aber den Weg kennenzulernen, das erfreut mich. So. Wir haben hier noch was zu erledigen im Magierturm. Und zwar, ja. Den Boss, den wir auch kennen. So, jetzt gehen wir mal vorher mal in die Ecken wieder. Vielleicht haben wir da was. Sollen wir mal weitergehen? Ja. Was ist das? Oh! Klick's nochmal an. Jetzt geht's, okay. Oh, süß, großer Kraken. Ein großer Kraken taucht während des gegnerischen Zuges ab. In dieser Zeit greifen sich entgegengestellte Kreaturen den Besitzer direkt an. Okay. Das ist jetzt unsere letzte Bestienkarte, die uns noch gefehlt hatte. Wirklich? Ja, ja. Moment. Achso, es gibt dann einen Short. Oh, geil. Bestien fertig. Ich denke. Das ist fertig, die Untoten. Hier fehlen uns zwei. Und darunter ist ja noch, glaube ich, die eine, was wir brauchen, ne? Hier fehlen uns nicht nur zwei, hier fehlen uns noch viel mehr. Du kannst unten am Buch gucken. Im Deck siehst du es nicht. Ach so, ja. Ups, ich bin ja jetzt gerade nicht beim Buch. Entschuldige. Aber das können wir dann gleich nochmal machen mit den Leuten, wenn wir dann den Boss besiegt haben. Ja, ja, kein Problem, kein Problem. So, was hat es mit dem hier auf sich? Das ist nur, Deko? Da. Das ist nur da. Einfach nur Deko, Deko. Dekolade. Hallo. Schönes Bild, ja? So kann ich auch zeichnen. Der Notiz lautet, liebe Grimora, der Plan von Pino 3 könnte weit über einen normalen Griff nach der Macht hinausgehen. Diese große Transistenz wird in der Tat katastrophale und unvorhersehbare Folgen haben. Die Notiz ist unvollständig und endet abrupt. Ich bitte dich dringend, überdenke. Okay. Genau, überdenke. Überdenke, da mitzumachen, oder was? Schauen wir mal. Ja. Hallo. Ah, du bist endlich hier. Wie kommen meine Schüler zurecht? Ach, egal. Wir stehen weiter das Dringendere der Fragen an. Erfasst du die Leinwand, in die du eingewoben worden bist? Was sag ich, du bist der Pinsel und der Künstler führt dich mit erschreckender Meisterschaft. Mein Auge schmerzt von den vielen Vorahnungen. Die Zukunft ist sehr, sehr düster. Zunächst müssen wir kämpfen. Oh. Wie immer. Sieh her. Der Pinsel des Wahrschreibers, der Magie. Meine Schüler würden sterben, um von ihm gemalt zu werden und als Karte ewig zu leben. Doch das ist nicht das ganze Ausmaß seiner Kräfte. Hier ist ein wenig Bleiche nötig. Jetzt ein bisschen Farbe. Ernsthaft? Mhm. Wow. Der Kampf ist einfach nur nervend und witzig. Was ist das für eine Tanze, die Silhouette da unten? Kann ich geopfert? Okay. Der hat 9 sogar. Okay, Kaninchen kriege ich hier. Ein Rubinbox brauche ich auch nicht. Na, brauche ich eigentlich nichts, oder? Nee. Okay, der ändert wieder was. Der ändert alles immer wieder. Oh, das ist gut. Ja. Was ist das? Plus 1? Also Mox. Wow. Mox brauche ich nicht. Okay, aber Mantis Gott ist auch nicht schlecht. Mhm. Ich könnte erste Runde schon gewinnen, ne?
Wie willst du gewinnen? Oder geht das nicht? Warte. Mantis Gurtier. Was ist, wenn der angegriffen wird? Wer wird angegriffen? So. Was? Ja doch, ja. Könntest du theoretisch drei? Nee. Doch, nee. Oh ja. Doch, ja, kannst du ja. Oh ja, den Zweier hierher legen. Ja, und ja, den ja. Mantis Gott hierher legen, ne? Und den anderen da links daneben und diesen komischen Knochen für den Mantis Gott opfern. Den also den hier opfern, ne? Den zweiten. Nee, nee, den Totengräber musst du opfern. Wieso? Du hast drei Angriffe mit Mantis Gott plus einen Angriff mit Skelett plus einen Angriff mit Skelett, ist bei fünf. Ich brauche ja fünf, oder? Ja, ja. Deswegen musst du dieses Ding opfern, was du gerade mit der Maus berührst. Aber ich kann doch den hier opfern, oder? Der macht ja keinen Schaden mehr dann. Dann hast du nur vier Schaden. Hier habe ich einen, der zwei macht. Der macht einen Schaden. Ach, da, weißt du, was ich geglaubt habe? Das ist die Fähigkeit vom... Obwohl der Mantis... Der Mantis-Gott greift ja auch nicht in alle drei Richtungen an. Nee, der greift auch nur nach geradeaus an. Ja, dann geht's eh nicht. Nee, eben. Okay. Okay, ja, weil die Fähigkeit nicht mitmacht. Gut, dann legen wir mal den daher. Nach ärgerlich, okay. Na schade. Freut dich, wenn du Ouroboros ziehst. Der wird ja auch verunstaltet. Das stimmt. Aber ich leg trotzdem den Mantis Gott hierher, jetzt ist wurscht. Dann opfer lieber den linken. Na, egal. Gib mein Kaninchen, vielleicht gibt's. Wow. Das Skelett bleibt ja auch liegen dann, ne? Ja. Das ist ja der Vorteil dann wenigstens. Oh, der kriegt Stärke dazu. Aha. Ja. Wurscht. Mach mal raus, der ist weg. Ach, der kriegt die Stärke aufgrund dessen dazu, okay. Oh, den Effekt hätte ich gebraucht, ne? Wow. Wie nervig ist denn das wirklich? Ich glaube nicht, dass unser Deck für den Gewinn ausgelegt ist, oder? Ja, wir werden sehen. Ja, wenn ich viel Glück habe, ne? Okay, der greift auch an, der Rubinbox. Nice. Okay, die drei sterben einmal. Das ist gut. Ja. Gut, aber die machen ja auch Damage. Warum hat der jetzt einen Damage? Wie kriegt der Damage? Durch den Mox, den das Skelett auf der rechten Seite, glaube ich, oder durch sich selber. Das heißt, wenn ich das links, hier... Nee, links der. Wenn ich den zweiten jetzt hinlege, habe ich dann zwei Damage, oder? Ja, dann sollst du zwei Damage haben, ja, dann wenn raus. Ich das jetzt richtig sehe. Ja, nice. Okay, dann geht das mit dem. Okay. Ja, nice. Lassen wir mal so. Der überlebt eh einen Angriff, passt. Und Ende Gelände mal, ne? Das Alter macht mich wohl langsamer. Vielleicht sollte ich meinen Pinsel nochmal über meine eigenen Karten... Wow, ernsthaft? Okay, mach trotzdem 3 Damage. Ja, lass mal. Wenn jetzt. Das haben wir eigentlich schon. Haben wir schon gewonnen. Haben wir gewonnen. Korrekt, ja. Easy. Ja, ja. Okay, perfekt. Nun gut. Aber interessanter Fight. Ja. Interessant. Für die Leute, die sich gerade fragen, warum wir keinen Overkill gemacht haben. Brauchen wir zurzeit nicht. Nein, aber wir haben dafür die Errungenschaft Zauberlehrer. Automatisch. Na gut, wir haben gekämpft und jetzt kann ich reden, weißt du. Mein Auge schmerzt, weil es sich erinnert. Es wurde herausgeschnitten. Von niemand anderen ist Lesche, dem Wahrschreiber der Bestien. Und eine Bestie ist ja arrogant, zielstrebig, besessen davon, Macht zu gewinnen. Doch er ist bei weitem nicht der schlimmste Wahrschreiber, der die Vorherrschaft gewinnen kann. Achso, nicht? Weißt du, kann einem noch wesentlich Schlimmeres passieren, als einen Augapfel zu verlieren. Du musst, okay, Akku schwach. Ja. Hallo? Ich wollte weiterlesen. Ja, da gibt's nichts weiter.
Hui, Neustart. Ich hoffe diesmal mit mehr Akku. Batterie vollständig geladen. Ja, das ist ärgerlich. Und wir haben neue Videos, oder was? Ja, wir legen neue Videos. Cool. I think I've just got to send it. To whom it may concern. It's a bit formal. Hello there! Exclamation point. My name is Luke Carter, and I'm a fan of your collectible card games. If you've ever taken a look at my YouTube videos, you will know how appreciative I am of the merch that you've sent me over the years. So it was a great surprise to learn that there is a digital version of Inscription. Mm-hmm. I think maybe one of my fans pranked me and buried a copy in the woods near my house. Upon further research, however, I have not been able to find any record of this game. Is this some kind of elaborate hoax? Any trace of this game? Is this some kind of elaborate hoax? The game doesn't seem like the work of a prankster. It at least appears professionally made. I am both puzzled and excited by this discovery. Any information you can provide would be much appreciated. Thank you, the Lucky Carter. Okay. Good enough. Sent. Er lobt sich gerade selber über das geniale Spiel, kann das sein? Er hat die Firma angeschrieben, die ich das weiß, Spiel ich weiß, ich weiß. Genau. Ich weiß, aber wir wissen ja doch, dass er der Entwickler ist, ne? Oder? Mhm. Warum meine ich, er lobt sich eigentlich in dem Sinn selber? Ist er der Entwickler? Nee, er ist nicht der Entwickler. Nicht? Nein. Ich dachte. Er ist derjenige, der die Diskette ausgegraben hat. Nein, nein, ich meine richtig, meine ich. It's actually more of a question to my audience. As I've learned over the years, nobody knows card games better than you guys do. So I'm hoping someone can help me out here. Did anyone ever play an Inscription video game? Yeah, ich. Hear about it? I'm talking about that vintage one-set card game I opened packs for last week. No, das nicht. I don't know what I'm allowed to say. I don't want to get in any trouble here. I think I've got the only known copy of the digital version of Inscription. I've been filming myself playing it, and it's weird, guys. I don't want to get in any hot water by showing the footage, but can someone please prove me wrong? Please tell me someone has a copy of this game. I have been looking online for days, and I cannot find a word about it. I reached out to the publishers, hoping maybe they would get back to me. But as a fallback, I got you beautiful viewers. Hopefully dig up something. That's it. That's the video today, guys. Thank you so much, as always. And, what the fuck is the card? Aha. Haben wir da eine versteckte Nachricht? Das ist wieder mein Job, gell? Aha. Okay, Moment. Kannst du es mir schnell ansagen? Okay, wenn du soweit bist. Ja, einfach anfangen. 01, hm? 001, 001, ja. 011, 011, 01, 01, 5 mal die 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10, 10, 10, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 111, 100, oder 111? 00. Ja. 100. Gut, ja. 4 mal der 1. Weißt du, Alter? 4, ja. 01. 01. 3 mal die 0. 1, 2, 3 mal die 0. 11. 11. 001. 001. 3 mal die 0. 000. 11. 11. 001. 001. 3 mal die 0. 1, 2, 3. 10, 10. 10, 10. 100. 100. 11. 11. 4 mal die 0. 1, 2, 3, 4. Mach mal 100. 100, ja. 4 mal die 0. 1, 2, 3, 4. 100. 100. 2 mal die 0. 0, 0. 11. 11. 0, 1. 0, 1. 2 mal die 0. 0, 0. 4 mal die 1. 1, 2, 3, 4. 0, 1. 0, 1. 3 mal die 0. 3 mal 0. 1000. 1000. Ja, noch einmal 1000. 1000. Und 101 Dalmatiner.
So. Okay. Ich Fertig. finde es heraus, währenddessen du weiterspielst oder anguckst. Was willst du rausfinden? Lies vor. Ja, was es da gibt. Ja, Moment. Ja, nein, passt. Ich mach das nicht. Binary to text, bla bla. Ich kann dir Mach das das nicht. nächste Video. Ja, ich mach das nächste wieder mal. So, Mr. geht ich schnell. Carter, we have received your Ah, inquiry Antwort. regarding a digital version of our intellectual property inscription. I can assure you that no such software exists in any official form. However, if you have indeed come into possession of proprietary game formula hardware, you are compelled to return it to us under the Computer Fraud and Abuse Act. The hardware will be considered stolen if it is not returned to us within a reasonable time frame. Please carefully package the hardware and paste the attached shipping label to the front of the box. You may mail the package at a local post office. We would like to avoid taking legal action in your case, so please do not delay in returning the proprietary software. Sincerely, GameFuna, Customer Happiness Department. What the fuck? Das ist der Dank dafür, dass man denen schreibt. Ja, okay. Also der Code heißt Karnoffel-Code. Was? Karnoffel-Code. Sollen wir sie das notieren wieder? Ich hab's dir wieder mal geschickt, dass du es auch direkt hast, um es aufzuschreiben. Alles komplett Caps Lock. Okay. Also wie Kartoffel, nur dass es T ein R ist. Okay. RN, ja. Entweder kann da einer nicht reden. Also ich schreibe mal Code Teil 2 hin, ne? Ja. Das ist sicher einer, 100 Pro. Ja. Kartoffel. Leute, mir passieren kurz das Projekt. Ich muss mir alles aufschreiben. So. Und nein, ich will das jetzt machen, sonst vergesse ich wieder. So. Sonst vergisst die Kartoffel. Kartoffel, so. Karnoffelcode. Na gut, vielleicht das, was wir damals bekommen haben, diese 3B1 Dora 28 A7F Kartoffelcode. Vielleicht gibt es einen Code, der so heißt. Wer weiß, wer weiß. Wir werden es alles herausfinden. Na Blödsinn, warte, was lese ich dir gerade für eine Scheiße vor? Warte mal kurz. Das war ja nicht das. Hä? Ich habe das jetzt wo falsch dazu geschrieben. Warte mal. Nee, wir hatten Wir hatten was Casey, anderes. Ja, eh. Casey irgendwas gehabt? Das habe ich mir doch irgendwo notiert, oder nicht? Ich habe es dir auch geschickt. Also praktisch gesehen hast du es auch irgendwo per Bild von mir. Da Schneegestöberkarte. Deep Beneath war das. Okay, sorry, ich war jetzt bei Professor Layton anscheinend, ja. Auch kein Problem, kein Problem. Ist ja dasselbe Spiel, kein Problem, ne? Na genau. So. Schreib Video. Könnte bestimmt auch passieren, dass der Code funktioniert. Ich glaube nicht. So, du Kartoffel. Ich auch nicht. Passt. Karnoffel. Karnoffelcode. Passt. Ja, wie gesagt, ich kenne zwar einige Codes, aber Karnoffel kenne ich nicht. Also, nee, Karnoffel klingt echt komisch. Das ist, ich glaube, vielleicht müssen wir Buchstaben austauschen dann oder irgendwas, keine Ahnung. Schauen wir einfach ja, mal das weiter. Könnte auch erfunden sein für dieses Spiel, genau. Natürlich könnte es auch sein. Ne? Gehen wir jetzt Kartoffeln suchen. Ah, Kartoffeln suchen. So. Nein. Die Fehler auch nach der Reihe anschauen? Ja, gell? Ja, ja natürlich. Gut, könnte los ja auch geht's. Codes drin sein. Nö. Nee. Das war ziemlich Da habe ich nichts gesehen. Ne? Warte, schauen wir nochmal. Außer am Ende vielleicht? Kann man irgendwie passieren auch? Ja. Okay. That's absolutely nix. I think this woman's actually from GameFuna. She came to my door yesterday and I didn't answer. This time I'm gonna record it. Hi! Hi there! Hey. I'm copying this for a game called Inscription. I was told you came by a copy of it somehow. Sound familiar? No. No? No, I don't know anything about that. Really? Inscription, you said? Yes. No, I don't think so. Really? Because, apparently you emailed us about it. You are, Luke Carter, right? Oh. You know the luckycarter@gmail.com? Yeah, you know what, that's, I am Luke Carter, but that's not my email address. Really? Because
because I just noticed because I've seen your videos. Oh. I'm not a big fan. Well, thanks for watching. Listen, how do you know where I live exactly? My boss gave me your address. And how did you get past the side gate? It's locked. Okay, look. I'm going to give you my business card. And if you remember anything at all, feel free to give me a call. Okay? Will do. Take care. What the fuck? Ja, mein lieber Junge, dann solltest du nächstes Mal das Seitentor vielleicht verschlossen halten, ja? Nein. Ja, vielleicht war es ja auch verschlossen. Ja, das war jetzt ein Witz. Für die es nicht verstanden haben, danke. Schnippidi-schnapp. Nein. Oder Bruch, bam. So, ich wieder jetzt nochmal rein. What the? Ja, so kann man das ja ein bisschen zurückspielen. Wo war denn der nette Code? Ganz am Anfang. Hey, my name is... Da ist er. Hi. Perfekt. So, wir dürfen wieder ansagen. Bist du ready? Ja, bin ready. 011. 011. 4 mal die 0. 1, 2, 3, 4. 10. 10. 11. 11. 011. 011. 01, 01. 01, 01. 10.000. 10. 1000. Ja, also 1 und 4 Nuller. Ja, ja. Dann die Zahl 10. 10. 11. 11. 01. 01. 11. 11. Doppel 0. Doppel 0. Ja. 11. 11. Doppel 0. Doppel 0. 1000. 1000. 11. 11. 4 mal die 0. 1, 2, 3, 4. Und 1. So. Und 1. Das war wenigstens was Kurzes. Komm schon, mein binärer Kumpel, was steht da? Den hat er mir gerade nicht übersetzt. Haben wir sich vertan, vielleicht? Kann sein. Ich mach's nochmal schnell. 011 00 010. Copy-Paste? 0, oder was? 11. Bin nicht, ich... Das ist ja dann raus direkt gegangen. Hi. Sagt wie... Müssen wir es nochmal kurz an ditchen. Also 011, 4 mal die 0. 011, 4 mal die 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Nein. Da war schon der Fehler. Okay. Also 0, 1, 1. Also 0, 1, 1, ja. 0, 0, 0, 0. Ja. 1, 0. Und weiter. 1, 0. 1, 1. 1, 1. 0, 1. 0, 1. Achso, dann passt hier, okay. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 1. 1, 1. 4 mal die 0. 1, 2, 3, 4, ja. 1, 0. 1, 0. 1, 1. 1, 1. 0, 1. 0, 1. 1, 1. 1, 1. 0, 0. 0, 0. 1, 1. 1, 1. 0, 0. Bitte was? 0, 0. 0, 0. 1000. 1000, ja. 11. 11. 4 mal die 0 und 1. Ja, 1. 4 mal die 0 und 1. Okay. Ja, ja. Convert drücken. Amanda. Amanda. Kanova Kartoffel. Kanova-Code Amanda. Okay. Also wie Amanda. Alles klein geschrieben. Ja, Amanda. A-M-A-N-D-A. Ah, da ist alles klein geschrieben wieder. Okay. Komplett klein geschrieben, der Name. Wofür kennen wir dann das selber aus? Also ihr wisst ja Leute, nicht mal in Ruhe Videos kann man sich hier anschauen, ohne dass man arbeiten muss, ja? Oh, herrlich. So, weiter geht's. Fehler. Da war glaube ich auch nichts, oder? Nee, nee. Gut, was haben wir hier? Hey there, Card Gamers. I'm the Lucky Carter and this is another pack opening video. Oh, pack opening. Today I'm opening Secrets of Legendaria. Legendaria. Hoping for that sweet, sweet foil Balamir. Jetzt kommt der blauäugige Drache mit eiskaltem Blick, ne? Oder was? Er kriegt's nicht auf, oder was? Nein, traut sich nicht. Nein, ich krieg's nicht hin.
Lass es lieber am besten. Okay, und Fehler? Da war glaube ich auch nichts, oder? Siehst du was? Nein, gell? Ja, was interessant, der rote Fehler. Der rote diesmal, gell? Ja. Ja. Das ist so wie hier beim Bone Lord. Ist ja auch so rötlich. Ja, okay. Ja. Vielleicht wurde er heimgesucht jetzt. Okay, na gut, wir haben alles gesehen. Jawohl. Und jetzt schon auch. Jawohl. Passt. Dann können wir weitermachen, ne? Mhm. Was aufhört? Ja, ja, passt. Ah, okay. Wird wieder aufgenommen. Du hast dann ein Magiekartenpäckchen erhalten. Wenigstens beginnt an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Das ist schon mal gut. Noch ein Magiepäckchen. Hui! Das haben wir hier alles. Okay, unser Pinselschwinger ist weg. Ja. So ein böser. Na gut, dann können wir ja noch ganz kurz in den neuen Bereich reinschauen. Oder erstmal kurz nochmal die Karten durchgucken, ja, ob wir jetzt wirklich alle haben für den Bestien. Das ist auf alle Fälle beim Vorbeigehen. Oder. Schneller Hautteier. Wusch. Floor Damage. Oh, das wär's noch. New Game. Ich schau nochmal kurz, ob es da was gibt. Nein, okay, da wollen wir auch nichts kaufen dabei. Bei einem Händler haben wir sicher noch. Ja, perfekt. Ich glaube, wir haben alles. Nice. Hier haben wir alles. Oh, hier fehlen 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 Karten. Und hier fehlt uns eine. Perfekt. Ja, guter Durchschnitt, ja. Mhm. Mach mal. Ja, perfekt. Also die eine, die dir dann noch fehlt, wissen wir ja, das ist die... genau, die bei den Pilzen wahrscheinlich, ne? Genau, genau. Ja, und jetzt... Warte mal kurz, ich will mir das noch einmal anschauen, welche Karte ich da brauche. Die Gatling Gun wollten die. Ja, du weißt, dass es die Gatling ist, aber ich weiß es nicht. Oder die, naja, weiß auch immer, wie sie hieß. Okay, dann gehen wir da rein. Passt. Um Gottes Willen. Okay. Schauen wir hier. Du stimmst die Schrottkarten und fandest ein Kartenpäckchen. Juhu. So, was Neues vielleicht? Ja, nein, Automat haben wir schon. Plasma Gym ist neu. Um der Kreatur gegenüber vom Plasma Gym einen Schaden zuzufügen. Okay. Wie ein Schuss. Gummarin haben wir auch schon. Okay. Aber eine neue, glaube ich, haben wir wieder. Okay, das ist sehr trostlos hier gerade. Haben wir hier. Oh, Rätsel wieder. Rätselzeit. Ja. Die kannst du ja diesmal selber machen. Ich mag die Rätsel ja nicht. Die magst du nicht, oder was? Mhm. Wow, super. Aber ich darf voll reden mit ihm, oder? Natürlich, kannst du auch nach links erst gehen. Ja, könnten wir auch, ne? Wahrscheinlich geht's rechts weiter bei der verschlossenen Tür. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. Mr. Händlermann. Gib mir was in die Hand. Was haben wir denn schon? Gib uns neuen Stoff. Okay, die Karte ist neu. Kurvenspringer. Die kenne ich nicht. Die nehmen wir gleich mal mit. Die ist, glaube ich, auch neu. Mhm. Und die ist auch neu. Energieleiter. Erschöpft ja, guck, sich was da steht. Ah, jetzt verstehe ich das Prinzip. Wenn wir quasi den Stromkreis schließen und wir dann quasi die Karte haben, wo wir mit Energie den Angriff erhöhen, können wir das quasi unendlich machen, oder was? Genau, weil hiermit kommt keine Energie mehr ausgeht. Oh, okay. Sehr gut. Dann nehmen wir gleich mit, ne? Mhm. So, sollten wir das zweimal mitnehmen oder einmal? Einmal reicht, ja. Springbot? Ja, wir gehen einmal alles durch, auf alle Fälle. Ja. Ach, die Drohne. Da ist die Gatling. Also, eine. Das heißt, die muss noch einmal durchkaufen. Zweimal. Perfekt. Den haben wir zwar schon. Oh, Stärke, ja. Ich nehm's, wie gesagt, einmal mit alles. Die Gertrude sagt mir auch nichts. Der sagt mir schon was. Die sagen mir auch was. Okay. Und dann ein paar Päckchen noch. Frau Bombe ist neu. Wenn Frau Bombe ausgespielt wird, füllst du alle Lernfehler mit Sprengputz. Okay. Insektendrohne weiß ich jetzt nicht.
geil. So. Frage, wenn ich die zwei Drohnen jetzt, diese Gatlings, opfere, brauche ich dann nicht noch eine dritte für das Deck, also für die Sammlung? Nee, du hast sie ja schon gehabt. Achso, deswegen, okay. Es geht ja nur darum, die Kottenheimer gehabt zu haben. Ah, deswegen, okay. So, ein Päckchen kaufen wir noch und dann schauen wir weiter. Goldgräber ist neu, glaube ich. Ja. Obolus. Ach, kaufen wir noch eins. Machen wir bis über 50, so. Springbot. Okay, das hat gefahrt. Plasma-Chimmy, ja, ist ein Todesfee, okay. Na gut, lassen wir es einmal. Opfern wir noch ein paar Minütchen und gehen zum Pilz zurück. Ich will Pilze rein. So, jetzt können wir da mal weitermachen. Ja. Wir müssen weitergehen, zwei gleiche. Du hast die Karten tatsächlich gut, einiges ja auch. Ja, bitteschön. Sieh weg, weil das kann wehtun. Okay. Ich glaube, diese Forschung hat uns zum Ziel einen Schritt näher gebracht, zu verstehen. Psst, wir dürfen nicht drüber sprechen. Wow. Leitze einschauen, außen, wenn die Kritik also bewegt, Leitze einschauen. Genau, macht immer den doppelten Effekt. Wachspore. Ja. Okay. Was brauchen wir jetzt? Ach, den haben wir eh sicher. Den hast du 100 Mal. Ja. Ja, weitergehen, komm mal. Ja, blauer Magier. Lass mich raten. Spornmagier oder blaue Spore. Ja, ich glaube, wir haben hierbei einen Hinweis gefunden. Auf den... den Code. Ja, aber wir sollten lieber nicht mehr drüber... Oh, ich will den Code haben, ja. Blauspornmagier, wer hätte es gedacht? Kann ich mir da irgendwie die Rückseite anschauen, vielleicht? Okay, Rundschaft freigeschaltet. Sammelmanöver. Habe ich alle? Das ist möglich. Ein Schlüssel. Ah, das ist wieder der Goldgräber von am Anfang, ne? Genau, den kannst du jetzt nochmal machen und genau. Du fandest einen seltsamen flimmernden Schlüssel. Sein Nutzen lässt sich noch nicht verstehen. Das heißt, wir haben zwei Schlüssel jetzt, oder? Drei schon. Ja, du hast zwei Schlüssel. Aber die muss man hier in dem Kapitel verwenden, oder? Nein. Ah nein, wir haben ja einmal schon einen gehabt vorher, ne, oder? Genau, du hast den beim Bodenlord bekommen, den einen genau. Schlüssel und den anderen genau, jetzt hier. Den anderen jetzt hier, genau. Ich kann dir gerne nein, auch sagen, nein, nein, wofür nein, sie sind. Nein, das ist kein Spoiler. Nein, das ist kein Spoiler. Nein, trotzdem nicht. Dabei nicht. Bitte nicht. Okay. Trotzdem nicht. So, jetzt schauen wir noch zum Abschluss. Ah, meine bedenkliche Sammlung. Komplett. Nein, doch nicht Sammelwaren. Das war nur für die Pilze anscheinend. Ah, okay. Da fehlt noch was. Ja, eine fehlt noch. Ja, macht ja nichts. Können wir sich ja im nächsten Part anschauen. Also im nächsten Part werden wir die Rätsel probieren, machen wir ein bisschen weiter. Und dann werden wir am Ende so gegen Ende die Technik der 666 anstreben, ne? Und diese ja. Dann offscreen vollenden. So, na gut, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Joe 19. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.